damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Vessine heißt das Spiel von Rainy Night Creations. Und Frogs und... Ach, ihr wisst, was das alles heißt, ne? So, bei diesem Spiel handelt es sich so einen Survival-Horror-Game, was so ein bisschen in Richtung Resident Evil 1 geht, muss man dazu sagen. Und ich möchte jetzt gleich an dieser Stelle sagen, bitte, liebe Leute, erschreckt nicht bei der Grafik, denn die Grafik ist wirklich unterirdisch. Ja? Aber, warum stelle ich euch das Spiel vor? Weil ich es nicht ganz so schlecht finde, wie es eigentlich aussieht. Ja? Warum, werde ich euch gleich erklären. Wir gehen erstmal rein. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen zwei Charakteren. Rita O'Connor oder Manuel GP. Ihr seht hier, sie hat Entschlossenheit und Zielgenauigkeit auf 2 Punkten, während er hier natürlich eine höhere Ausdauer und Vitalität hat. Das Glück ist bei beiden nicht gewollt. Zeit -1, Bestzeit, ja. Beste Rang, Kakerlake. Kakerlake, Gewicht, Größe 32. Sind auch so teilweise in meinem Alter. Okay, sie ist ein bisschen jünger. Ja, wir wählen jetzt mal hier den Manuel GP aus. Vessine. So. Kurz zur Story, die wird jetzt gerade ganz kurz erklärt. Scheiße, alles blöd, denn trotz aller deiner Bemühungen hat sich dein Freund wieder infiziert. Finde ein Gegenmittel, bevor die Zeit abläuft. Ihr habt also 30 Minuten Zeit, dieses Spiel zu spielen. Und ihr seht, er ist ganz schön angefressen. Und wie gesagt, jetzt lasst euch hier nicht von der Grafik erschrecken. Die ist wirklich Horror. Deswegen Horror-Game. Du hast ein Messer aufgehoben. Du kannst es im Menü ausrüsten. So. Das Menü auch sehr stupide gehalten. Und auch die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also ihr dreht euch immer. Ja. Und mit rückwärts und vorwärts könnt ihr euch nur bewegen. Also es ist wirklich eine... Naja, egal. So. Internes Dokument Blackworm Inc. Hallo alle. Ah ja, hm. In der Folge der E-Mail von Mark, wir haben uns entschlossen, das Logo-Team mit einem Set von Gegenmittel gegen das Shredder-Syndrom auszustatten. Das Gegenmittel wird sich im Labor befinden. Wie Sie sicher wissen, ist dieses Gegenmittel noch nicht ausgereift und kann Nebenwirkungen verursachen. Nutzen Sie es auf eigene Verantwortung. Mit freundlichen Grüßen, Jason LaPlace, Projektmanager Blackworm Inc. Gut, also. Wir müssen also ein Labor finden. Und ja. Eine alte Standuhr. Ihr Ticken macht mich nervös. Und ihr müsst jetzt halt hier die Räume untersuchen. Ich kann euch sagen, hier außer einem Messer bekommt ihr hier gar nichts. Das war das Erste, was mich so ein bisschen aufgeregt hat. Wow. Und das hier ist auch noch ein neuer Raum, den ich noch gar nicht kenne. So, aber da sieht es aus, als ob da irgendwas wäre. Du hast einen Energieriegel aufgehoben. Der ist grün. Okay. Und jetzt können wir hier erstmal gucken. Ihr kriegt manchmal kleine Hinweise, die versuche ich gerade mal zu finden. Und dann blinkt es nämlich ganz kurz einmal auf. Du sollst hier nicht kratzen, du sollst was suchen. Geil. Und schon habe ich mich verlaufen. Nein, 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 nein. Na komm, rede mit dem. Seit wann kann man hier mit dem reden? Also, komm. Nee, kann ich nicht reden. Kann ich den... Komm herüber, hierher. Ja, ich bin doch bei dir. Okay, gut, ich muss ihn töten. Naja. Ja, oh, da vorne, seht ihr was? Hier unten. Das seht ihr ganz leicht. Da, jetzt habt ihr es gesehen, dass es ganz kurz aufgeblinkt hat. Na komm, heb's auf. Komm. Du hast ein Magazin für eine 9mm Pistole aufgehoben. Okay. Und das sind halt so diese kleinen Hinweise. Durch die Tür unten rechts sind wir gekommen. Das heißt, ich gehe jetzt als erstes erstmal hier durch die Tür. Und das ist schon der erste Zombie. Machen wir erstmal zu. Gibt jedenfalls Erfahrungspunkte. Ich habe noch nicht Bock, auf den ersten Zombie gleich zu treffen. Hier sieht das schon ein bisschen besser aus. Ja, sag ich doch, hier sieht es besser aus. Aber hier sind nur Bilder. Da vorne ist irgendwas auf dem Tisch. Aber auch hier, wie gesagt, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Und wieder ein Magazin für eine 9mm Waffe gefunden. Das ist immer super. Hier sind auch keine Gegner. Aber ich brauche erstmal eine Waffe.
Annäherungsmine. Ja, damit habe ich mich schon öfters selber in die Luft gejagt, aber okay. Ah, da. Exotische Materie. In den physischen Wissenschaften ist jede Art von Materie exotisch, die nicht baryonisch ist, die nicht aus Baryonen besteht, i.e. subatomare Teilchen wie Protonen und Neutronen, aus denen gewöhnlich Materie besteht. Exotische Materie ist ein Ausdruck für Konstrukte wie dunkle Materie, negative Masse oder imaginäre Masse. Die uns zwar noch widersprüchlich erscheinenden Eigenschaften exotischer Materie sind allerdings eine theoretische wichtige Säule. Unsere Forschung zu Wurmlöchern. Sie darf nicht mit Antimaterie verwechselt werden, die über positive Energie verfügt. Kollidieren ein Elektron und sein Antipartikel ein Positron, dann löschen sie einander aus. Das Endprodukt sind Gammastrahlen, die positive Energie tragen. Würde Antipartikel von negativer Energie sein, resultiert dies in einem Ergebnis restloser Energie. Es gibt eine enge Verbindung zu schwarzen Löchern. Diese monströsen Phänomene, deren Gravitationskraft ihren eigenen Ereignishorizont wohl ins Unendliche geht. Exotische Materie könnte sie vernichten. So, jetzt gucken wir mal, ob er die Zeit stoppt. Also wenn ihr lest, er stoppt die Zeit. Aber trotzdem sollte man es nicht übertreiben. Hier ist nichts, ich beeile mich. Aber da ist doch ein Buch. Oder ist das nicht wichtig? Nee, das ist nicht wichtig für ihn. Das ist nicht wichtig. So, jetzt haben wir hier natürlich nichts weiter. Das ist doof. So, schön ist, wenn man hier immer durch die Tür durchgucken kann. Okay. Hier ist eine Zimmerpflanze. Danke, dass du mir das sagst, liebes Spiel. Ich wollte schon immer mal wissen, ob hier eine Zimmerpflanze ist. Ich glaube, da hinten was gesehen zu haben. Ein Erste-Hilfe-Kasten, oder? Ein Medikit. Yes! Geil! Aber ich habe immer noch nichts Interessantes gefunden. Das ist wahrscheinlich wieder Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Ich wollte eigentlich das da aufheben. So. 9 mm. 9 mm gefunden. Gut. Wah! Wah! Wow, 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 wow. Wow. Ich fühlte mich schwindelig, dann Ohnmachtsanfälle. Es ist klar, ich bin vom Syndrom befallen. Ich begab mich ins Labor für das Gegenmittel. Dort beobachtete ich, wie jemand es stehlen wollte. Dabei ganz in Schwarz gekleidet. Dahinter plötzlich eine furchterregende Kreatur, vielleicht 3 Meter groß, die den Dieb mit einem einzigen Hieb mehrere Meter durch den Raum schleuderte. Wie kann das Syndrom so etwas aus Menschen machen? Ich habe keine Zeit. Ich muss das Haus in einer anderen Dimension bewegen, in der ich das Gegenmittel an mich nehmen kann. So, jetzt habe ich natürlich erstmal schön einen auf den Deckel bekommen. Wie sieht es denn um meine Energie aus? Vitalität 86. Ausdauer kurz erhöhen. Das hilft dich zu erholen. Okay, zurzeit brauche ich es noch nicht. Ich behalte das nochmal. Sagen ein bisschen in der Hinterhand. Und ja, hier sind wir in der Küche. Mensch, hätte ich doch die Frau nehmen sollen. Shotgun-Munition aufgenommen, na super. Das war jetzt natürlich die, die ich brauchte. Magazin für 9 mm aufgenommen. Ach, Mann. Das hier ist eine Waschmaschine. Gut, hier ist nichts weiter. Boah, nein, 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 nein. Oh, du blöde Ratte, hau ab. So, muss mich erstmal in Kampfhaltung bewegen. So, blödes Ding. Da vorne ist ein Riegel. Oder? Energieriegel aufgehoben. Ah, das ist noch irgendwas anderes. Oder? Nein, ist nichts anderes. Okay, gut. Aber kann ich da erstmal gucken? Da ist nichts. Da ist ein Laserstrahl. Okay, was hat denn der zu sagen? Eine seltsame Konstruktion stößt einen Laser aus. Da scheint es ein Eingabepanel zu geben. Ja. Gut. Lassen wir das erstmal. Da oben ist ein Korb. Komme ich aber nicht ran. Ist hier noch irgendwas? Da unten ist noch was. Da haben wir, du hast ein Schutzspray aufgehoben. Okay, nice. So, was haben wir da? Internes Dokument, Blackworm Inc. An alle. Unser Dank gebührt Jason, der die Problematik des sekundären Zugangs der Brückentür entdeckte. Diese Sache ist ein großes Risiko für unsere Forschung.
Und wir haben prompt gehandelt. Wir konstruierten ein einseitiges Brückentor, das am kommenden Donnerstag, dem 13. um 4 Uhr, eine ausgewählte Gruppe durchschreiten wird. Deren Aufgabe wird es sein, unsere Forschung in einer anderen Dimension zu sichern. Während hier die Lage sich wieder beruhigen mag. Auf diese Gruppe referieren wir mit Team Logo. Oh, und die Musik wird immer eindringlicher. Schön, eine Zimmerpflanze. Hier ist aber nichts weiter, hier sehe ich nichts leuchten. Alles still. Muss sagen, so weit bin ich bisher noch nicht gekommen, aber ich habe auch bisher noch gar keine Waffe, ne? Noch ein Schutzspray, super. Also schützen kann ich mich schon mal perfekt. Was ist das? Shotgun-Munition aufgehoben. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch eine Waffe. Und nochmal ein Erste-Hilfe-Kit, hä? Ja, Medikit gefunden. Halt, warte, da ist eine Ratte, hundertprozentig. Eine Ratte unterm Bett. Komm raus. Nein, ist keine Ratte unterm Bett, okay. Oh, schön bedrohlich hier alles. Na, ist da nichts, was ich irgendwo einsammeln kann? Nein, es ist wirklich nichts da. Da hinten ist ein Medikit oder sowas. Oder Shotgun-Munition. Wetten Shotgun-Munition? Ja. Also, sagen wir es mal so. Munition habe ich jetzt genügend. Ich wäre jetzt wirklich mal nicht abgeneigt, endlich mal eine ordentliche Waffe zu bekommen. Der Türknauf ist kaputt. Ah, schön. Gut, hier ist nichts. Das heißt also, wir sind jetzt hier in eine Sackgasse gelaufen. Und dürfen jetzt natürlich zurück. Aber wir können ja auch laufen. Also, fair sind sie. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber trotzdem, ich finde es halt durch dieses minimalistische, klassische Resident Evil Look-like sehr ansprechend. Und auch, weil das Spiel wirklich nur maximal 30 Minuten geht. Natürlich auch bedrohlich wirkt. Ich trotzdem immer noch keine Shotgun habe. Ich habe alles, aber keine Shotgun. So, durch die Tür, glaube ich, war ich. Das heißt, ich nehme jetzt mal die Tür. Hallo, ist hier jemand? Hallöchen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit, mich essen zu setzen, oder? Ich hätte gerne eine Waffe. Da vorne ist was. Na, was ist es? Ein Magazin für eine 9mm Pistole gefunden. Super. Nichts Besonderes. Ja, gut. Haben wir verstanden. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken, weil eine Katze bei mir. Hier ist aber auch nichts. Es ist kalt in diesem Raum und der Kamin ist aus. Ja, gut, dann mach ihn doch an. So, jetzt haben wir hier natürlich zwei Türen. Der Türknopf ist kaputt. Jawohl. Ah, schön, bedrohliche Musik. Was? Schon wieder so ein Raum. Suboptimal. Kann ich mich richtig verlaufen? Ich habe noch gar keine Karte, ne? Oder? Nein. Der Türknauf ist kaputt. Okay. Viel Ausweichmöglichkeiten. Ausweichmöglichkeiten habe ich jetzt nicht. Schon wieder so ein langer Gang. Aber kaum Gegner. Also, ich finde es ja gut, aber... Okay. Es will mich hier wirklich in die Irre führen. 9 mm. So, um wie viel wollen wir wetten, dass jetzt hier wieder... Irgendetwas stimmt hier nicht. Gestern, als ich in meinen anderen Räume ging, lagen dort Waffen auf dem Boden. Zusammen mit einigen Notizen, die das Multi-Bridge-Projekt betrafen. Etwas muss passiert sein. Hat Rachel die Behörden kontaktieren können? Heute fand ich die Lasergerät, das wir für die Brückentore nutzen. Ich muss mehr darüber herausfinden. Das könnte ein Weg hier raus sein. Okay. Boah, immer bedrohlicher. Jawohl. Schönes Ding. So, ihr kennt diese Kisten?
Aber es wäre hilfreich, wenn ich in diese Kiste Equipment lagern könnte. Denn das könnt ihr hier nicht. Ich habe noch nicht einen Gegner gefunden. Ich meine, ich finde es gut, ne? Du hast einen Energieriegel aufgehoben. Ich habe immer noch keine Waffe gefunden. Was ist das? Eine Shotgun aufgehoben. Jawohl, jetzt geht's ab, Leute. Shotgun-Munition habe ich ja genügend. So. Aber immer noch keine Gegner. Jetzt habe ich aber weniger Angst. Und haben wir nochmal Shotgun-Munition. Und nochmal Medikit. Ihr seht, das kann ein ganz schön langes Let's Play werden. Deswegen mache ich das auch nur als Let's Show. Weil... Ja, Kaugummi aufgehoben, yay! Shotgun-Munition aufgehoben, yay! Und das war's auch schon wieder. Der Türknopf ist kaputt. Okay, mal gucken. Nein, das hilft nicht. Okay, gut. Wieder falsch. Warte, was steht da? Trust Damon. Wer ist Damon? Oder meinen Sie Demon? La 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 la. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe, 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 laufe. Ich habe nur noch 15 Minuten, ansonsten stirbt meine Freundin da, die ich da habe. Ich kenne sie zwar nicht persönlich, aber egal. Ich gehe mal. Ach, der Türknopf ist kaputt. Sehr beruhigend. Schön, dass hier alle Türknöpfe kaputt sind. Macht das Ganze natürlich sehr viel einfacher, wo ich lang muss. Alter, der war auch kaputt. Das heißt, da hatte ich jetzt nur noch eine Tür und das warst du. Und ihr seht, die halten einiges aus. So, hier geht's jetzt mal nach draußen. Nein, nein, nein. Oh, jetzt beißt er mich auch noch. Knabber nicht an mir rum. Das Nachladen war jetzt ein bisschen suboptimal. Ist das da jetzt einer von oder nicht? Oh, cool. Schön. So, nachladen. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Denn meine Munition ist leer. Entschlossenheit, Ausdauer, Zielgenauigkeit könnte ich mal erhöhen. Oh, verdammt, ich hätte vielleicht mehr erhöhen sollen. Danke. Wuhu, das war knapp. So. Erstes Mal, dass ich, wie gesagt, so weit jetzt komme, finde ich ganz gut. Ich habe es wirklich schon vorher viele Male gespielt, bevor ich mich entschlossen hatte, das dann doch mal zu zeigen. Und das finde ich jetzt gerade doch sehr angenehm. Ah, ihr seht, es ist saudunkel. Das Spiel, man sieht sehr wenig. Ich glaube, hier hatte ich jetzt was gesehen. Ja, auch nicht. Vom Nebenzimmer aus kann man... Bla, 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 bla. Okay, ich habe nur noch 14 Minuten, deswegen bin ich jetzt gerade hier ein bisschen... Oh, scheiße. Ich habe keine Waffe, kein gar nichts, ey. Nee. Halt, wartet. Ich mache erstmal wieder zu. Genau. Machen wir erstmal zu, dass ich weiß, da muss ich nochmal hin. Hier leuchtet aber auch nichts, ne? Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, verdammt. Jetzt muss ich Vitalität. Ja, ich nehme jetzt mal ein Medikit. Was? So wenig füllt das nur auf? Shit.
Wird jetzt gleich wieder 100%. Egal. Sieht aus, als hätte jemand plötzlich fliehen müssen. Ja, super. Das hätte ich dir auch sagen können. Jetzt find ihr mal was Nützliches. Die Musik immer bedrohlicher wird. Hier ist nichts. Ich muss mich beeilen. Ja, toll, weiß ich wohl. Ernsthaft, hier ist nichts zum Aufheben. Nix. Wird sowas von untergehen. Oh, schon wieder so ein Raum. Ich kotze doch. Ey, aber hier ist niemand. Nein, 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 nein. Man kennt die Räume dann schon, dann sieht man teilweise schon, wo was ist. Ja, nee, ist klar, Leute. Jetzt hört aber auf, ja. Oh nein. Boah, der macht Schaden. Oh. Du bist gescheitert. Hat es euch Spaß auf mehr gemacht? Wollt ihr mehr sehen? Beziehungsweise habt ihr Interesse dran? Dann, liebe Leute, kann ich euch das Spiel wirklich nur empfehlen. Schaut mal im eShop vorbei. Wie gesagt, es ist für einen relativ kleinen Betrag erhältlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bedanke mich, sage bis zum nächsten Let's Show und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.